Willkommen auf Planet Eternia TV. Zunächst einmal wieder vielen Dank für das Feedback zum letzten Video, hat mich wie immer sehr gefreut. Und heute möchte ich ein Add-on of the Universe vorstellen, und zwar den Sandwolf, passend zum Todestor-Set von den Artefakten der Macht. Das Set wurde von Stefan Habauer gestaltet und basiert auf dem Hörspiel Das Todestor. Dort greift ein riesiger wild gewordener Sandwolf Himen und Orko an. He-Man kann ihn schließlich töten und stellt fest, dass hinter dem Ohr des Sandwolfes ein kleiner Pfeil steckt. Triclops hat das Tier vergiftet. Und nun zurück zum Set, in einer toll gestalteten Box mit einem großartigen Artwork von Simon Soltau. Das Set ist wie gesagt als Ergänzung zum Todestor von den Artefakten der Macht zu sehen, auch hier mit einem Boxart von Simon. Und rechts hinten sind die beiden Sandwölfe zu erkennen. Links oben das Logo Add-on of the Universe, dann der Name Sandwolf und dann das geniale Meisterwerk von Simon. Im Hintergrund das Todestor, dann Orko und He-Man im Kampf mit dem Sandwolf. Sieht einfach genial aus. Simon hat mal wieder ein Meisterwerk abgeliefert. Und hier noch einmal in voller Pracht. Unglaublich atmosphärisch. Und hier noch einmal die von Stefan Habauer gestaltete Box von allen Seiten. Hier das Logo und der Name in vier Sprachen. Und noch einmal das Gemälde in voller Pracht. Hier die Seite, den roten explodierenden Steinen, die Oberseite, hier ist das Todestor, passend mit Man-at-Arms und Triclops abgebildet und sogar die Geierschildkröte, die es ebenfalls als Add-on gibt, ist zu sehen. Und natürlich der Sandwolf selbst. Dann die andere Seite und auch die Rückseite ist schön gestaltet im Stil der Vintage-Boxen. Mit einer tollen Illustration von Simon Eckert. Insgesamt eine wirklich sehr schön gestaltete Box mit viel Liebe zum Detail. Neben dem Sandwolf selbst, zu dem ich gleich komme, ist auch noch ein Beipackzettel im Heft zu finden. Wieder mit der Illustration von Simon Eckert. Und auf der Rückseite sieht man, wie man den kleinen Pfeil, der ebenfalls im Set vorhanden ist, anbringen kann. Und zwar hinter dem rechten Ohr des Sandwolfes. Wirklich schön gestaltet. Und dann liegt noch ein Heft von Motu Fanfiction and Friends in Mini-Comic-Größe bei. Zwischen den Dünen der Zeit. Mit einer kurzen Einleitung, dem Gemälde von Simon Soltau. Und dann beginnt die Geschichte mit der Szene, als He-Man den Sandwolf tötet. Mit einigen schönen Illustrationen. Es kommt sogar ein Zeitdämon vor, natürlich eine Hommage an das Minicomic Temple of Darkness. Der Faceless One ist zu sehen. Und auch Gwildor. Und rechts werden noch alle beteiligten Personen genannt. Und hier die Rückseite. Pro verkauftem Heft ging eine Spende an die Emma Bogner Stiftung. Eine sehr schöne Aktion, wie ich finde. Doch nun zum Sandwolf selbst. Hier schön präsentiert in der Box. Beim Sandwolf handelt es sich um einen umgestalteten Wag aus der Hobbit-Toyline, hier rechts zu sehen. Und hier nun der Sandwolf im Karton-Inlay mit dem Gemälde von Simon Soltau, allerdings nur die Landschaft. Sieht einfach toll aus. Selbstverständlich voll beweglich, hier mit den Wunden und den rot leuchtenden Augen.
und hier oben der Giftpfeil, der dem Sandwolf hinters Ohr gesteckt werden kann. Ein schönes Detail. Selbstverständlich kann der Sandwolf aus dem Inlay genommen werden, meiner bleibt aber darin. Und hier die Rückseite. Wirklich geschickt positioniert. Einmal mehr ein schönes Custom-Projekt mit viel Liebe zum Detail. Stefan Habauer und die beteiligten Künstler haben hier wieder was Tolles geschaffen. Und damit neigt sich das Video auch schon wieder dem Ende zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wie immer freue ich mich über Kommentare auf planeteternia.de, YouTube, Facebook, Instagram oder wo auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal.